An alpinen Weltmeisterschaften haben die Schweizer Herren nicht eine einzige Medaille gewonnen. Schlag mich. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass die Schweizer Skilehrer in Bulgarien zwei Medaillen, der Weltmeistertitel und die Bronzemedaille, haben zurück ins Wallis bringen. Die beiden Herren, denen das gelungen ist, sie sind hier im Studio, nämlich der Demian Franze als Bronzemedaillengewinner und der neue Weltmeister von den Schweizer Skilehrern und euer Weltmeister in Bulgarien, der Alex Taugwalder, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Wie ist die After-Race-Party? Ja, gut war, gell? Ja, jeder Abend war fast eine After-Race-Party. Es war sehr gut. Das Volk ist ja, ausser an die Bulgaren, sind sehr, sehr freundliche Leute. Und das hast du auch überall zu spüren gegeben, wenn du im Restaurant warst. Und sehr willkommen und haben dich nachher auch fast nicht gehen. Also nicht gehen, vielleicht in Bulgarien, aber es könnte auch in der Schweiz passieren. Sie sind die einzigen Medaillengewinner im alpinen Sektor. Die Herren im Weltcup haben keine gewonnen, ihr habt gerade zwei gewonnen. Hätte man nicht einfach so auf Schlag mitnehmen? Ich glaube, das kann man nicht so vergleichen. Das, was wir jetzt machen und das, was die Alpinen machen, das sind Profis. Sie trainieren das ganze Jahr auf dem, haben reglementiertes Material, steile Piste oder schwierige Piste, sehr eisige Unterfläche. Und da, wo wir fahren, das sind... Das sind einfachere Pisten, oder? Das kann man nicht vergleichen. Trotzdem, wie kann man das Niveau vergleichen? Es sind sicher ehemalige Weltcup-Fahrer, ihr seid auch ehemalige Skirennfahrer. Was sind da so vom Niveau vergleichen zu machen? Ich glaube, das ist so ein Niveau, wo ein gutes Fissrennen, ein gutes besetztes Fissrennen, würde ich jetzt einmal sagen, wo da das Niveau ist. Also, es wäre jetzt falsch, da irgendwie zu sagen, dass wir da irgendwie im Weltcup irgendwelche Chancen hängen kann. Im Weltcup seid ihr ja zum Teil fast gewesen, oder eigentlich übrigens an der Weltmeisterschaft dabei gewesen. Mhm. Der Demian Franzen als Doppelbürger, Australier, Schweizer. Du bist ja in der WM dabei gewesen, in der Alpine. Wie ist das gewesen? Wenn du es vergleichst mit Bulgarien und der Skilehrer WM. Ja gut, also ich bin zweimal gewesen. Ich bin in Bormio gewesen, im 05 und in Are im 07. Und Are ist ein super Anlass gewesen, ist viel besser organisiert gewesen, wo Bormio damals. Und aber es ist schon, beide Anlässe kannst du nicht vergleichen jetzt mit Bulgarien, mit der Skilehrer-Weltmeisterschaft und mit Are. Also das geht ja wirklich, eins ist Spitzensport und das andere hat einfach auch viel einen grösseren Fun-Faktor drin. Und von dem her, aber es sind beides Top-Anlässe gewesen. Alex Taugwalder, bist du das erste Mal in der WM dabei gewesen? Nein, also wir waren an der Skilehrer-Weltmeisterschaft vor 4 Jahren in Maribor. Und also es ist jetzt eigentlich das erste Mal, wo wir etwas gewonnen haben oder wo wir vorne haben mitfahren können, im Riesenslalom jetzt, oder auch im Synchro fahren. Und ja, es war ein einmaliges Erlebnis. Es war wirklich gut gewesen. Auch untereinander, mit der ganzen Schweizer Delegation, haben wir eine super Zeit gehabt. Also du bist zurück als Weltmeister im Riesenslalom und als Vize-Weltmeister im Synchronfahren, im Teamwettbewerb, oder? Ja. Das ist eine richtige Medaille. Sagen, können die irgendwie, ist die Alpine davon profitieren, von der Schweizer Skischule? Ja, sind nicht in Skinazi auf Österreich gegangen, für den österreichischen genau, Skischule gegangen. Das hat doch der Fahrer gesagt, einer von den Weltcup-Fahrern gesagt, von einem Journalist angesprochen. Genau. Der Küngle hat gesagt, schiessen wir mal die österreichische Skischule. Wäre es nicht besser, sie kommen die Schweizer Skischule. Ja, nein, das ist... Also wir arbeiten ja beide als Trainer mit den Kids, mit den Jungen vom Stützpunkt in Zermatt. Und das macht sehr viel Spass, weil da kann man viel noch bewirken, weil da man wirklich an grundsätzlichen Sachen arbeiten kann. Und da sieht man die Fortschritte und an dem haben wir auch wirklich Spass. Und oben an, bei Swiss Ski, da die Trainer, das sind Profis, die wissen genau, von was sie reden. Und da, die machen ihren Job schon. Wie ist jetzt nie, wenn ihr als Trainer noch arbeitet, als Skilehrer und Trainer, wie ist jetzt nie mit den Kids? Ist der Trainer da noch der Stärkste? Vermutlich schon. Ja, schon noch. Aber das schätzen sie, glaube ich, auch. Also das schätzen auch die Kids, dass eigentlich auch dementsprechend noch etwas kannst vorfahren kannst. Und das ist die Wertschätzung ist da die Wertschätzung ist da bei den Kindern. Und ich glaube auch zum Teil geht die Arbeit leichter, weil auch der Respekt da ist von den Eltern. So mit dem ist ja ideal, ihr seid beide Spitzenfahrer als Skilehrer, als Trainer und dann arbeitet ihr in verschiedenen Kommissionen noch mit dabei. Ihr seid glaube ich, beide im Demo-Team, du bist noch Skischulleiter in Zermatt. Also eigentlich das Ideale, die Symbiose zwischen dem Unterricht, der
Zieg, von Skitechnik und der Renntechnik. Wo wird denn eigentlich das bestimmt, was richtig ist, wie man richtig Ski fährt? Wer bestimmt das? Ja, ich glaube, also zum Teil werden schon ein paar Sachen werden eigentlich auch im Demo-Team besprochen, von der technischen Sachen, in welche Richtung dass man jetzt geht. Zum Teil jetzt eben auch mit dem neuen Material im Riesenslalom ist das mit uns im Demo-Team auch sehr ein grosses Thema gewesen. Und von dem her, wir gehen eigentlich auch immer mit dem neuen Material und mit und probieren da eigentlich auch neue Techniken für das auch zu machen. Zu entwickeln. Auch. Dass wir setzen uns mit der ganzen Materie Ski fahren, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders auseinander und probieren es wirklich auch tiefgründig auf den Grund zu gehen, wieso muss man mit dem Material die Bewegungen machen, warum funktioniert es bei einem oder beim anderen nicht. Und das ist eigentlich unser Job. Und ich glaube, nachher schlussendlich müsste jeder, gerade im Spitzensport, müsste jeder Fahrer selber uns spüren, was für ihn noch funktioniert. Da ist dann nachher ein grosser mentaler Aspekt noch dahinter, den wir jetzt nicht drin sehen in der Einzelathlet. Und da, ich glaube, da kann man viel rausholen. Aber man hört ja einzelne Stimmen im Skiwerk, bei den Herren, die Technik sei veraltet, was fahren, der Fago oder auch der Janka. Was wird denn diskutiert oder wer kann denn sagen, weil es richtig ist, die Skiler oder die Trainer oder die Skischüler und Skilehrer zusammen oder die Wettkämpfer, wo kann man es denn ablegen? Irgendjemand muss ja dann mal von uns sagen, da ist ideal oder ist das der Terligete, der einfach so vorne von allen gleich wie der? Das ist sicher eins. Also es gibt ja immer irgendwelche Fahrer, wo der Maßstab sind. Jetzt, ob das ein Hirscher ist oder ein Legitim, wenn man denen zuhört beim Skifahren, das sieht man, dass das einfach sensationelle Skifahrer sind. Oder? Ja, aber ich glaube auch zum Teil jetzt, es ist ja auch im Weltcup jetzt Trainer drunter, wo davor auch im Demo-Team sind, die auch vorher eigentlich Skilehrer sind. Und die kennen den Weg, die kennen so den Trainerweg. Und von dem her, glaube ich, sind die sehr gut abgedeckt, was stimmt und was nicht stimmt. Und ich glaube auch, es ist sicher nicht ganz richtig, wenn man jetzt nur der Ligeti und der Hirscher jetzt einfach nur kopieren tut. Es soll jeder auch eigentlich noch sein Individuum eigentlich noch darstellen können. Weil eben ein Ligeti ist 1,80 Meter und ein anderer ist halt fast 2 Meter. Wie ist denn der Zusammenhang zwischen, ihr fahrt ja Rennaskiler, ihr die euch mit der Technik auseinandersetzen. Und danach kommt der Gast, vielleicht ein Holländer, ein Anfänger. Wie spielt das zusammen? Renntechnik, Weltcup-Technik, Skilehrer-Demo-Team, Experten und nachher kommt ein Anfänger. Wie geht er damit um? Also wie ist ja vor allem jetzt, also das ist ein bisschen die Philosophie von der Schweizer, von Swiss Snow Sports, auch über denen, wo wir ja als Experten arbeiten. Dass man eigentlich vom Flug drehen, bis im Prüf eigentlich in einen Karfschwung, immer ein bisschen vom Gleichen, von der gleichen Bewegung an redet. Einfach mit unterschiedlicher Intensität oder Ausprägung von der Bewegung. Aber nachher der Übergang, der ist sehr, sehr fließend. In der Renntechnik ist einfach wirklich man probiert überall noch das Maximum auszuholen, es auszureizen, Limiten zu suchen mit dem Gleichgewicht, Körperschwerpunkt, das ganze Zeug. Das lässt man halt wirklich seine Grenzen, jeder individuell uns bis an den Rand. Aber ich glaube, es tut trotzdem, es gibt auch eine Freude, mit einem Anfänger zusammen zu arbeiten. Wie es dir auch eine Freude macht, mit einem Weltcup-Fahrer zusammen zu arbeiten. Dass einfach die Schritte sehr wahrscheinlich beim Holländer, der Anfänger ist, in einer kurzen Zeit einfach sehr viel grösser sind. Also wenn ich richtig verstehe, der viel raus, der rote Faden, der geht an Sonne durch bis zum Prüf in den Weltcup. Da komme ich wieder zurück, dann wäre es doch gut, wenn die Weltcup fahren mit einfach einem TK Skischi machen. Also der Swiss Ski macht ja auch zum Teil als Stufe 1 Kurse anbieten für ihre Athleten. Ein Güsch zum Beispiel oder das Franz Hüftenblatt hat das auch gemacht, ein Zurbriggen Silvan. Ich glaube, das hat ihnen auch viel gebrungen, für das ein bisschen zu hinterfragen, das Skifahren. Das war bei uns auch, gewesen, wo wir, das haben wir auch müssen sagen, wo wir aufgekehrte Rennen fahren und in das Skilehrerwesen gegangen sind. Hast du dich einfach mit der Materie auseinandersetzen? Es hat dir vorher nie einer gesagt, so und so solltest du es machen, aus dem und dem Grund. Und da hast du es wirklich erklärt. Und dann hast du selber ein bisschen anfangen hinterfragen und überlegen, ja, mal, was kann ich jetzt für mich rausholen? Und
Und ich glaube, das ist glaube ich, sehr, sehr ein wertvoller Schritt für beide von uns jetzt. Ja. Und das Feedback kehrt man eigentlich auch noch von vielen, vielen Athleten, die aufgehört haben. Oder ich habe jetzt letztes Mal mit meinem Freund darüber diskutiert, wo einfach, ja, man tut einfach viel bewusster an Ski fahren. Man geht nicht mehr, oder man wartet nicht jedes Mal, geht, Trainer, was habe ich falsch gemacht? Was muss ich anders machen? Man tut man einfach selber mal überlegen und probiert eigentlich, aus seinem eigenen Gespür vielleicht einmal auf Lesungen zu kommen. Gehen wir nochmal zurück zu den beiden Wurzeln. Sie kommen aus unserem Skirennsport, sonst wäre er nicht auf dem Niveau, nehme ich an. Wie war der Verlauf mit eurer Karriere gewesen? Jetzt haben wir so eine typische Schweizer Rennfahrerkarriere. Ja, ich glaube, wir haben beide angefangen mit IO-Rennen. Sind nachher im Beruf das erste Jahr FIS-Rennen. Einzelne Europacupen einsetzen. Er ist ja nachher, er ist auch immer im Nationalkader. Ja, also ich bin ja dann nachher auch vom... Ich war in der Junioren-Nazi. Nachher bin ich da zwei Jahre drin gewesen, bin ich verletzt gewesen, zurückgekommen. Und nicht mehr die Resultate gehabt, die es gebraucht hat. Und dann haben sie mir gesagt, ja, zurück in den Regionalverband. Und das hat mir eigentlich nie so gezogen. Und nachher habe ich eben Lesungen gesucht durch die Doppelbürgerschaft mit Australien zu starten. Weil das ist dann noch der sind dann noch andere noch in der Schweiz, der Urs Imboden, der noch für Moldawien gestartet ist. Christoph Ruh ist auch noch für Moldawien gestartet. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich jetzt zu Australien. Und dann bin ich dann nachher da noch 3 Jahre für Australien gefahren. Und das war eine super Zeit gewesen. Aber für mich ist dann nachher nach der WM im 07 ist für mich auch der Fall klar gewesen, dass es jetzt eine super Zeit war, aber dass man jetzt sehr wahrscheinlich schon wieder einmal schaffen muss. Und du selber bist einfach im Gletscher aufgewachsen, Zermalen? Ja, also wir waren beide sehr, sehr verbunden gewesen, von Anfang an eigentlich mit dem Schneesport. Die Eltern schon, das habe ich jetzt vorgelebt, also der Vater vor allem, viel auf der Ski gewesen. Und nachher, ja, bis zu dem gekommen, am Anfang vielleicht einfach gedacht, ja, man fährt halt Ski, wenn man in Zermatt ist, was will man sonst machen? Und nachher wirklich immer mehr Spass gehabt. Und jetzt ist schon ein grosser Teil vom Leben, wo ist das Leben halt bestimmt und diktiert. Und man macht es zum Teil als Job, aber immer noch aus Freude und als Hobby. Also wenn einen Tag frei haben, dann gehe ich genau gleich nicht mit Ski. Vielleicht einfach mal die Breite laden und mal ein bisschen neben die Piste, ein bisschen Golfpiste fahren oder eben in einen Park springen. Weil Skifahren bietet mehr als einfach nur rot-blau eine Piste am Brett zu fahren oder in ein Tor. Also das ist so facettenreich und ich glaube, die Bewegung in der Natur, das ist das, was zu ausschlaggebend ist. Also kann man sagen, statistisch 99,9% ist eigentlich mit allen vorgegeben, da ist nie ein Hirscher oder Liegende werden. Das heisst aber, ihr habt trotzdem gewonnen. Ihr seid weder Liegende noch Hirscher, aber ihr habt gewonnen mit diesem Sport. Ja, ganz klar. Also, das ist also... Jetzt, wenn ich einfach schon nur sehe, wie jetzt eigentlich dieser Weg jetzt eingeschlagen ist. Also, ich glaube, das gibt es sonst nicht in gross anderen Sportarten, wo du, auch wenn du nicht erfolgreich bist oder nicht auf dem Top-Niveau bist, kannst du jetzt trotzdem als Trainer auf einer Regionalstufe kannst eigentlich da sehr gut mit dem arbeiten und leben. Und eben auch wie in einer Skischule als Skilehrer tätig sein. Oder jetzt mit Lex, der Skischulleiter ist. Und nachher, wo wir auch die super Optionen haben, durch das es eigentlich fast der Nationalsport ist, auch so im Team, im Demo-Team zu sein in der Schweiz. Und dementsprechend auch sind dann mal so ins Ausland gehen und die Schweiz dementsprechend so vertreten. Was macht das Demo-Team eigentlich? Was sind die Aufgaben oder Absicht und Ziele von dem Team? Also zum einen ist sicher die Ausbildung, dass wir Skilehrer ausbilden in den verschiedenen Ausbildungsstufen in der ganzen Schweiz. Das ist ein Teil. Und nachher auch, dass wir weiterentwickeln, eben, dass wir zum Beispiel an Lehrmitteln mitschaffen, so Sachen einfach weiterentwickeln. Und eben auch, dass indem dass man eben im Demo-Team fährt, Synchro fahren und so weiter und so fort. Das ist interessant, vor allem dein Job natürlich, du bist aktiv, also Weltmeister, Skilehrer-Weltmeister und ich kenne das Niveau, das ist beachtlich, das sind eigentlich fast alle ehemalige Weltcup-Fahrer, die da vorne dabei mitfahren. Du bist Trainer noch im Stützpunkt, zusammen mit Demjan und nachher bist du noch Skischulleiter, also ein Manager-Job, also 3 Funktionen in einem. Wie gehst du da damit um?
irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich als Skilehrer gearbeitet habe. Und das hat mir nicht mehr das gegeben, was ich mir gewünscht habe. Es ist, du bist 6 Wochen mit den gleichen Gästen gefahren und da bist du nicht mehr richtig weitergekommen. Und dann musste ich mir irgendeine neue Aufgabe suchen. Ich habe die Hotelfachschule abgeschlossen und habe aus dem Hintergrund irgendeinen Job gebraucht, wo ich einfach da die Ambitionen kann stillen kann, die ich habe. Und jetzt konnte ich wirklich beides vereinen. In der Skischule als Managerjob, als Direktor von der Skischule. Ich kann immer noch jeden Tag auf die Ski und das ist für mich ein super, super Mittelweg, genau so wie ich das mir eigentlich wünsche. Trotzdem, irgendwie trainieren müsste der Warlieferei auch noch irgendwie, für das Niveau können halten, ja. Nicht, dass er überholt werden von der Kids. Wie ist da der Aufwand? Geht er regelmässig mal 2 in der Woche trainieren oder wird jeder eigentlich selber persönlich fit halten? Einfach immer allein zig. Das ist ja mein größter Konkurrent. Du darfst nicht gerade alles sagen, aber sagen wir es nicht weiter. Nein, wir trainieren. Also, wenn Ski fahren, dann wäre ja jeden Tag. Oder? Und ich glaube, das ist das, wo vielleicht der grosse Unterschied ist zu früher. Wir fahren jetzt sehr, sehr bewusst Ski. Und merken auch, wenn irgendwo etwas nicht funktioniert, an was wir arbeiten müssen. Mhm. Und darum kann man eigentlich jeden Tag, wo man wirklich auf der Ski steht, kann man irgendwo etwas rausholen und sich noch verbessern und sein eigenes Level noch ein bisschen im Prüf schreiben. Und das ist eigentlich die Ambition, wo ich jetzt an mein persönliches Skifahren habe. Dass es einfach ästhetisch ist, dass es funktionell ist, dass man wirklich am Brief fahren kann und Freude hat am eigenen Fahren. Und da gehört halt ein gewisser konditioneller Aspekt gehört einfach auch dazu. Da würde ich leiden, wenn ich sagen würde, ich gehe im Sommer nicht aufs Velo oder ich gehe im Winter nicht 2-3 Mal in der Woche nach Kraftraum. Das gehört einfach dazu, weil sonst kann man das nicht fahren. Und, ja, und ich denke auch, aber es ist doch nicht so, dass wir die pro Woche 4 Mal gegen Slalom trainieren und 3 Mal gegen Riesenslalom trainieren. Also die Anzahl Tage in einer Stange sind doch relativ klein. Also ich glaube, einfach im Gesamteifer, das können wir an einer Hand abzählen. Aber durch das, dass wir einfach sehr viel einfach freifahren, und mit verschiedenen Geräten, also sei es jetzt eben mit den Twin Tips, mit den Slalomski, mit den Riesenski, auf verschiedenem Gelände, Off-Piste etc., wirst einfach viel, viel facettenreicher und weißt eigentlich danach auch in jeder Situation hast du es doch vielleicht einmal so erlebt und dann kannst du es dir so geäussert sehen. Ihr arbeitet beide in Zermatt, eigentlich am Fuße des Gletschers, kann man sagen, 365 Tage im Jahr. Möglich Ski zu fahren, kann man sagen, fast. Warum sind wir nicht besser? Ja, besser. Ich glaube, dass sicher in einer technischen Disziplin oder jetzt mal speziell der Slalom, können jetzt doch auch viele, viele Nationen können eigentlich sehr gut trainieren. Also auch zu Landgraf, also zu Holland in der Halle, kannst du eigentlich schon gut Slalom trainieren. Der slowenische Verband kann auch tiptop Slalom trainieren. Also ich glaube, auf dem so slalommässig sieht man schon, dass es eigentlich Nationen, viel mehr Nationen eigentlich auch vorne mitmischen dient. In Abfahrt oder in einer schnellen Disziplin, wieso das wir nicht besser sind? Ich meine, klar, es wird jetzt wirklich festhalten, dass eben das ein Güsch gegangen ist, dass ein Feuz verletzter ist. Und dass der Albrecht verletzt ist. Dass der Janka nicht ein Maschinenresultat bringt, das er vorher hatte. Und ich meine, vor 2 oder 3 Jahren waren wir wirklich alle überrascht, wie gut das der Janka war. Also es ist ja wirklich von 0 auf 100 ist das mit dem gegangen. Und von dem her, ich glaube, da kann jedes Team, wenn in einem Team so Ausfälle sind wie in der Schweiz jetzt, dann hat jedes Team irgendwo ein Problem, die Leistungen zu bringen. Und nachher, wenn das natürlich ein oder der andere Leistungsträger ausfällt und dann kommt das Resultat nicht, dann gibt es sehr wahrscheinlich irgendeine Negativspirale. Da sieht das Team selber besser drin, was da genau abgeht. Das ist für uns immer schwierig zu beurteilen. Hättet ihr abschließend noch einen Tipp, wie man da rauskommt aus der BS im Schweizer Skirennsport? Ja. Vielleicht mal eben beide nicht euch zeigen, dass vielleicht wieder Motivation kommt oder der Lust oder so. Nein, da, ich glaube, da, das wäre jetzt verheerend, wenn man jetzt da irgendwas hier würde. Würde jetzt dann gleich sagen, genau so und so musst du es machen. Und,
Ich glaube, das ist eine schwierige Situation. Die gehen genau gleich wie wir zwei oder wie du am Morgen gehst arbeiten und probieren das Beste an uns zu holen. Gehen Ski trainieren, probieren das Maximum uns zu holen. Ski werden einfach gemessen an der Leistung. Und die Leistung ist schlussendlich die Zeit, wo sie entweder vor sind oder hinten noch drin sind. Und das ist das Brutale an dem Job. Die arbeiten genauso hart wie alle anderen aber die Resultate sind jetzt im Moment nicht da. Und das ist eine enorm schwierige Situation, wo ich glaube, niemand genau eine Lesung darauf hat, wie man da am schnellsten rauskommt. Also, bleibt ist nichts anderes übrig. Tröster ist mit den beiden Medaillen vom Weltmeister, das war der Skilehrer von Alex Daugolder, mit der grossen Medaille von der Skilehrer-Weltmeister von Damian Franzen. Danke, dass ihr da gewesen, habt ihr Zeit gefunden. Ich wünsche weiterhin einen schönen Winter natürlich, weiterhin viel Erfolg. Danke sehr, habt ihr zugeschaut und zugelassen. Bis zum nächsten Mal.